Ich bin im Burgerhimmel, Leute. Yo, was geht ab, meine hungrigen Freunde? Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Salami TV und ich bin einfach noch ein ostdeutscher Ossi mit Mordsappetit. Ständig auf Suche nach neuen kulinarischen Köstlichkeiten. Jedenfalls, Freunde, wie ihr halt im Titel schon erkennen könnt oder ihr gelesen habt, ich mache heute den Smash Burger nach. Der einzigartige Burger aus Amerika. Ihr seht hier die Zutaten, ich habe beste Brioche-Bahn, ein paar Tomatoes, ein bisschen Jurke, Ketchup, Mayo, Senf für die Soße. Natürlich so eine dicke Gemüsezwiebel darf nicht fehlen. Und dieser Käse kommt hier ruf, ja, dieser Käse, kein anderer. Das ist so ein, ja, jeder kennt den, so ein Scheiblettenkäse oder so. Und dann haben wir Biohack. Ich fange erstmal mit der Soße an. Nach dem Intro geht es los. So, Friends, und wie gesagt, die Soße, die ist so simpel wie einfach. Wir machen ein bisschen Ketchup, ja, nicht so viel, und ein bisschen Mayonnaise, ja, kann schon ein bisschen was, genau. Und zu guter Letzt der Senf. So, das war's, Leute, so simpel wie einfach. So, die Soße ist fertig. Jetzt heißt es Burger braten. Okay, Leute, und bei Smash Burger ist ganz, ganz wichtig, die Pfanne muss erstmal richtig heiß sein. Und wir haben hier so einen Ball und der kommt hier rein. Und dann wollen wir eine richtig schöne Kruste haben. Das macht diesen Smash Burger erst richtig aus, Leute. Ne? So, wir wenden den Burger mal. Ja, das sieht doch schon gut aus. Und der Käse kommt gleich hinterher, meine Freunde. Und Patty Nummer 2 kommt in die Pfanne. So, der Kollege wird ebenfalls gewendet. Oh, das sieht sehr gut aus. Und da kommt ebenfalls eine Scheibe Käse drauf, Leute. Junge, ist das ein Traum oder was? Okay, der Ofen ist jetzt aus, aber wir nutzen die Restwärme, um den Bun ein bisschen anzuknuspern. Dauert 20, 30 Sekunden. So, die Brötchen, die waren jetzt so 20, 30 Sekunden in der Pfanne und das reicht jetzt aus. Die kommen jetzt raus und wir sehen uns dann am Tisch und dann bauen wir diesen legendären Burger zusammen. Ja, dann werden wir den Burger mal zusammenbauen und ich habe euch ja fast vorenthalten, ich habe hier mir noch ein paar Onion Rings im Ofen warm gemacht hier. Ein paar Zwiebelringe. Mmh. Jawohl. So, bauen wir den Burger zusammen. Hier unten kommt erstmal ein bisschen Soße drauf. Und verteilen wir schön. Bald verstuckt. Ofendeckel ebenfalls. Mmh. Ja, nicht so weit wegstellen für die Onion Rings. So. Dann kommt Patty Nummer 1 drauf. Oh Scheiße, ich hätte die Zwiebel. Ah komm. Ich mache jetzt erstmal die Zwiebel drauf. Sorry, Patty. Patty. So, was nehmen wir denn vor lauter Schreck? Och, dann nehmen wir mal ein paar Gürkchen. Die habe ich eben noch geschnitten. Genau. Gurken schmecken lecker. Mhm. Fantastisch. So. Dann kommt Patty Number 2. Wunderbar. Ach komm, Salami. Sei mal nicht so geizig. Sei mal nicht so geizig, du Knilch, ja? So. Die Tomate. Junge, wo sind denn meine? Kommt hier die Tomate rauf? Jawohl. Etwas andrücken. Und Freunde, so sieht mein ultimativer Smash-Burger aus. Sieht der nicht klasse aus? Und ich habe jetzt das Vergnügen, in diese leckere Köstlichkeit hineinzubeißen. Here we go. Ja. Okay, ich mach's. Im Sinne der Wissenschaft. Mahlzeit. Bist du hungrig, machst du das hier.
Herr im Himmel sei gepriesen. Oh my goodness. Oh mein Gott. Mm. Wow. Einfach nur wow. Hoch 10. Oh, lecker. Ey. Leute. Bitte nachmachen. Ich bitte euch. Bitte, bitte, bitte macht das nach. Ich hab den Burger nur gesalzen. Kein Pfeffer, kein Shishi, kein Janisch. Ich bin im Burgerhimmel. Wach mich auf. Ich bin im Burgerhimmel, Leute. Der Käse. Schön zerlaufen. Eine frische Zwiebel, eine frische Tomate. Mm. Und wenn man darin beißt, man merkt den Knack von dieser Zwiebel. Leute, frischer jetzt nicht, als wenn ich gerade auf dem Feld war und die Zwiebel geerntet habe. Jetzt mal ohne Witz. Oh mein Gott. Gott. €10, Prenzlauer Berg. Locker. Berlin, Prenzlauer Berg. Und hier, was ist hier mein Wareneinsatz? Keine Ahnung. Oh, ich darf ja nicht mit vollem Mund sprechen. Hat ja jemand gesagt, Salami, du Schwein, du sprichst immer mit vollem Mund. Ich will dir das mal ab. Jawohl, Sir. Ich beiß nochmal rein. Junge, ich mach einen Burgerladen auf. Sag mir wann und wo. Ich bin dabei. Das ist doch nicht normal. Der schmeckt ja anders. Wie die großen Burgerketten hier bei uns. BK, ja, BK oder Mc's. Oh mein Gott, Alter. Die Zwiebeln sind auch so nice. So nice, Leute. Und mit bestem Wissen Bio-Rindfleisch gekauft. Die Kühe hat eine glückliche Kindheit. Ist mir wichtig. Jetzt haben wir eine Soße drin, die ditcht. Leute, bitte versprecht mir eins. Macht diesen Burger bitte nach. Wenn ihr das Video gesehen habt, macht es nach. Und dann sagt mir, lasst mich wissen, wie er euch geschmeckt hat. Aber macht es genauso nach, wie ich es gemacht habe. Der Patty muss richtig braun sein. Muss eine richtig braune Kruste haben. Junge. Ich wollte erst zwei Burger machen. Die hätte ich im Leben nicht geschafft. Wow. Leute, ich bin verliebt. In diesen Burger. Der Smash-Burger. Letzter Happen. Hätten sie den aus wie Sau? Das ist aber wert, Leute. Das ist absolut wert. So, dann haben wir so einen Onion Ring hier. Was will man mehr? Was will man mehr? Okay, Freunde, ich habe ihn noch komisch schwärmt. Der Burger, der sättigt jetzt so ganz schön. Man merkt es erst nach ein paar Minuten. Oh. Und bitte, ich lege euch am Herzen, macht den Burger nach. Ihr werdet es nicht bereuen, Freunde. Ihr wisst Bescheid. Okay, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst es mir mal wissen. Schreibt mal unten was dazu.
Und wie gesagt, das nächste Video würde gerne mal ein veganes Video machen. Ich esse den ganzen Tag lang vegan. Wird's mir gelingen? Natürlich wird's mir gelingen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen. Bleibt alle gesund. Mein Name ist Salami TV. Ihr wisst Bescheid.